So, und damit ist die Polizei an uns vorbeigefahren und ich begrüße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Motorvlog. Keine Ahnung, warum ich die Begrüßung genau jetzt begonnen habe, wenn die Polizei mir vorbeifährt, aber naja, passt so. In dem Video hier soll es darum gehen, was ich an meinem Motorrad mag und was ich nicht so mag. Mir wurde nämlich von einem Zuschauer in die Kommentare geschrieben, ich soll mal so ein Video machen. Und da habe ich mir gedacht, kann ich doch mal gerne die ersten Eindrücke, die ich bis jetzt mit dem Bike gesammelt habe, mit euch teilen. Ich sage die ersten Eindrücke, weil ich fahre dieses Bike jetzt erst seit, keine Ahnung, ein bisschen mehr als vier Wochen. Deswegen kann ich da auch noch nicht allzu viel zu sagen. Aber das, was mir bis jetzt so aufgefallen ist, kann ich auf jeden Fall schon mal mit euch teilen. Das ist grün, kommt schon. Dankeschön. Ich werde das Video jetzt auf jeden Fall nicht so irgendwie aufteilen, dass ich erst nur alle positiven und dann alle negativen Sachen sage, sondern ich werde das so ein bisschen vermischen, weil irgendwie es geht auch so ein bisschen aneinander über. Manches ist positiv, aber hat auch negative Seiten und so weiter. Deswegen werde ich es auf jeden Fall so machen. Und ja, dann fangen wir doch direkt mal an. Ich fange erstmal an mit dem Äußeren. Mir gefällt das Bike vom Design auf jeden Fall sehr gut. Deswegen habe ich mich auch für diese Variante entschieden. Es gibt das Bike ja auch noch in Blau-Weiß, aber ich fand Rot-Weiß dann noch ein bisschen schicker und habe gedacht, wenn man noch so ein paar rote Teile dran macht, dann wirkt das auf jeden Fall richtig cool. Das Einzige, was mich halt gestört hat, was ich auch schon im anderen Video angesprochen habe, war halt dieser gelbe Sticker, der halt vorne drauf auf der Maske hier war. Aber den kann man ja ganz einfach abmachen. Was ich auch auf jeden Fall ganz cool fand, ist, dass bei der Maschine hier diese Felgenzierstreifen, also diese Streifen an den Felgen an der Außenseite, schon dran waren. Das heißt, ich musste die nicht noch dran machen, weil ich hätte sie so oder so dran gemacht. Und da sie schon dran waren, konnte ich mir das sparen. Aber diese anderen Dinge habe ich ja noch reingemacht, dieses Rot-Weiße da innen drin. Deswegen, das fand ich auf jeden Fall schon ganz cool. Und auch die restlichen Aufkleber gefallen mir eigentlich ganz gut. Den 125er Aufkleber könnte man zwar noch abmachen, aber ich finde ihn jetzt nicht mal so schlimm. Da kann man sich drüber streiten. Manche sagen, ja, mach den direkt ab und so weiter. Aber ja, ich finde ihn jetzt nicht so schlimm. Und das sieht ja auch ganz schick aus. Bis jetzt, wenn, dann werde ich irgendwann mal alle Aufkleber abmachen. Und dann mal gucken. Aber wie gesagt, vom äußeren Design gefällt mir das Bike auf jeden Fall schon ganz gut. Auch, was ich super cool finde, ist, dass die Spiegel schon mal so standardmäßig ganz okay aussehen eigentlich. Weil viele Bikes haben ja standardmäßig irgendwelche richtig hässlichen Spiegel dran. Bei dem Bike, finde ich, geht es sogar. Viele meinen auch so, ja, also die könnte man sogar lassen. Ich werde die, denke ich mal, auch an mich erstmal dran lassen, solange, bis ich da ein bisschen Geld gespart habe und dann ein bisschen was aufrüsten kann. Genauso wie der Auspuff, den finde ich zwar vom Designtechnisch her ganz schick. Vom Sound ist er jetzt zwar nicht so extrem, aber ich glaube bei 925er, ja, man kann schon auch schon was rausholen, aber jetzt dafür so viel Geld in einen neuen Auspuff zu investieren, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Manche sagen ja, wenn du da noch einen besseren Auspuff dran machst, dann klappt das Ganze viel besser und so weiter mit dem Sound. Aber ja, ich lasse es jetzt erstmal so. Wie gesagt, hat auch geldtechnische Gründe. Aber ein anderer Grund ist halt auch noch, das bringt mich dann auch direkt zum nächsten Punkt, Tuning und Ersatzteile. Das ist mit der Maschine so ein bisschen so ein heikles Thema. Also Ersatzteile kriegt man eigentlich noch ganz gut. Ich habe da eine Seite gefunden, ich musste mir schon mal einen neuen Seitenständer bestellen, weil ich meinen alten verbogen habe. Wer sich fragt, wie ich das geschafft habe, ich habe mich über die Fußraste bin ich aufs Motorrad aufgestiegen und dabei habe ich wohl ja, das Motorrad ein bisschen verbogen. Also den Seitenständer meine ich, nicht das Motorrad. Und deswegen musste ich mir halt einen neuen Seitenständer bestellen, aber das war jetzt auch nicht so schlimm. Hat jetzt, glaube ich, 20 Euro gekostet oder 25 Euro oder so. Mein klar, ist ärgerlich, aber irgendwie bin ich auch selbst schuld. Also mit Ersatzteilen, die Lage klappt schon ganz gut. Mit Tuningteilen ist es dann etwas schwieriger, weil bei vielen Motorrädern und so weiter gibt man ja, zum Beispiel, wenn man ein bekannteres Motorrad wie eine KTM hat, dann gibt man halt einfach ein, ja, KTM Handguards zum Beispiel. Hier ist 30er Zone, müssen wir ein bisschen gucken. KTM Handguards zum Beispiel, und dann findet man auch die richtigen Handguards. Und bei der Maschine hier ist es eher schwierig, dass die Händler da angeben, was für ein Ersatzteil für was passt, also oder Tuningteil. Dass, wenn ich jetzt sage, ich will Handguards, dann muss man mal gucken, passen die ja auch überall dran und so weiter. Ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so extrem aus, deswegen muss ich da mich ein bisschen reinlesen. Aber auch zum Beispiel bei Auspuffen zum Beispiel, das ist eine extrem schwierige Sache, weil für die Maschine hier kriegt man, glaube ich, sehr schwierig Auspuffe.
Ihr habt mir im letzten Video auch schon mal so ein bisschen in die Kommentare geschrieben, mal einen Link geschickt und so weiter, was für einen Auspuff man da dran machen kann. Ich habe einen Kollegen, der hat auch einen, aber der hat keine E-Nummer dran. Deswegen würde ich das Ding jetzt nicht unbedingt benutzen. Aber ich denke mal, wenn man sich da ein bisschen informiert, dann ist es auf jeden Fall ganz cool, weil dann kann man auch sich austauschen und so weiter und kann dann damit sagen, okay, das Teil passt und das Teil passt nicht und so weiter. Und wenn man dann halt so Leute hat, die halt das Teil schon benutzen, dann weiß man auch, okay, das passt für die Maschine hier. Ansonsten, was mich bei der Maschine auch noch ein bisschen stört, ist, dass das Ding keine Tankanzeige hat. Ich meine, okay, die meisten Supermotos haben jetzt keine Tankanzeige. Ich finde es allerdings ein bisschen schade eigentlich, weil, ja, also man braucht es nicht unbedingt. Man sieht, wenn das Ding aufblinkt, okay, du hast noch 2,5 Liter drin. Ich denke mal, wenn man sich daran gewöhnt, dann wird es auch schon gehen so. Aber war am Anfang echt so dieses, ich weiß ja gar nicht, wie viel ich so ungefähr noch drin habe und so weiter. Aber ich glaube, wenn man dann auch ein bisschen gefahren ist, dann kann man auch einschätzen so, inwieweit die Maschine jetzt dann, also wie viel sie verbraucht und so weiter. Das wollte ich eh nochmal ausrechnen. Ich habe jetzt auf Trip gestellt, habe aber leider beim Tanken vergessen, das Ding zu resetten. Bisschen dumm. Wir fahren jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen durch die Stadt. Wir fahren mal hier rüber. Ich weiß selbst noch nicht so genau, wo wir hinfahren. Aber einfach mal ein bisschen durch Frankfurt. Wie gesagt, Tankanzeige, ja, kann man mal gebrauchen, aber ich denke mal, man kommt auch ohne klar so. Dann zu den Reifen. Die Reifen, sagen viele, wären halt so relativ billig Reifen und so weiter, mit denen man immer Probleme hätte, dass man rutscht und alles. Ich habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt, also ich bin noch nicht gerutscht oder sonst was, aber ich bin jetzt auch noch nicht so extrem gefahren. Ich denke mal, man soll es auch nicht ausreizen. Ich lasse diese Reifen jetzt erstmal drauf, so lange wie, keine Ahnung, bis ich neue mache. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ja, solange es alles noch gut geht, ist ja okay. Ich fühle mich da jetzt nicht extrem unsicher mit den Dingern oder so. Dann zur Leistung der Maschine. Ich bin eigentlich echt zufrieden so. Es ist eine 15 PS Maschine. Das heißt, die holt auch das Maximale raus, was man von einer 125er erwarten kann. Deswegen zieht die eigentlich auch ganz gut soweit. Auch die Geschwindigkeit, also ich glaube 121 war ich ja mal mit Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Ich glaube, man kommt noch ein bisschen höher, weil ich musste halt abbremsen, weil da ein Laster vor mir war. Aber 121 ging schon, also ich denke mal auf 123, 24 kriege ich die noch hoch. Deswegen also auch schon sehr cool. Vorne schon wieder Polizei. Also deswegen, die Leistung kann man nicht meckern. Für eine 125er finde ich top, auch für den Preis-Leistung, für das Preis-Leistungs-Verhältnis her. Die Maschine hat jetzt 3600 gekostet. Da ist ja ein Aprilia-Motor bzw. Aprilia oder Zündapp oder so Motor verbaut, der auf jeden Fall ganz gut Power gibt. Da kann man nicht meckern. Dann kommen wir zur Sitzposition der Maschine. Ich finde die Sitzposition bei der Maschine eigentlich voll bequem. Also ich saß schon echt auf unbequemeren Maschinen. Keine Ahnung, so eine Supermoto oder Supersportler ist schon ein Unterschied. Mal gucken, ob ich sie offen lasse oder zumache. Also auf einer Supersportler zu sitzen war schon echt so dieses, man liegt da ja gerade so drauf und keine Ahnung, das war jetzt echt nicht so meins, fand ich. Also die Maschine hier ist schon echt bequem, ich bin damit auch schon so 200 Kilometer Touren gefahren. Ja, klar, danach tut einem schon ein bisschen der Hintern weh, aber das geht schon. Ich glaube, das ist bei jeder Maschine so. Das hupt der. Okay, vielleicht bei der Chopper. Ja, okay, bei der Chopper kann es schon gut sein, dass man da ein bisschen bequemer drauf sitzt. Das ist ja dann wie im Sessel, ey. Also so eine Chopper ist schon ziemlich bequem. So, ich weiß jetzt zumindest auch, wo wir sind. Aber wie gesagt, die Sitzposition bei der Maschine geht auf jeden Fall klar. Man sitzt recht bequem drauf. Ich komme mit den Füßen noch ganz gut runter soweit. Also ich stehe ganz gut. Nur ich hatte einmal das Problem, da bin ich mit dem Fuß absteigen wollen und da ging es noch 20 cm weiter runter, weil da so ein, ja, so ein Abgraben war. Und dann bin ich auf jeden Fall ziemlich umgekippt. Mein Kollege musste mir dann aufhelfen, weil ich hing einfach komplett schräg und ich so nur, ey, hilf mir, ich gebe um. Aber ich habe bis jetzt die Maschine noch nicht fallen gelassen. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz gut so. Und ja, so das Gröbste, was ich jetzt in dem Video hier ansprechen wollte, war es dann eigentlich auch schon.
Das waren, wie gesagt, so die Sachen, die mir jetzt in den ersten vier, vielleicht auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, fünf Wochen aufgefallen sind, in der ich die Maschine jetzt fahre. Zur Zuverlässigkeit der Maschine kann ich sagen, bis jetzt hatte ich keine Probleme damit. Ich habe gehört, dass es schon Probleme gibt, so zum Beispiel, dass die Relais irgendwie sich verabschieden öfters mal. Aber damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Das einzige Problem war halt bis jetzt, wie gesagt, nur der Seitenständer. Ja, aber das war ja, wie gesagt, eher meine Schuld. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr so genau, wo ich hier gerade bin. Ich fahre jetzt hier einfach mal ein bisschen rum und... Oh, hier ist 30er-Zone, wegen scharfer Kurve. Wie gesagt, noch bis jetzt hatte ich keine richtigen Probleme. Ich hatte mal ein Problem, dass meine Kette irgendwie total locker wurde. Das hat aber irgendwie damit was zu tun gehabt, dass mein Hinterrad einfach ein bisschen schräg stand. Also, ich weiß nicht genau, ob das bei der 1000-Kilometer-Inspektion nicht richtig festgezogen worden ist oder ob es durch die Wheelies ein bisschen gelockert hat, aber auf jeden Fall war mein eines, diese eine Einstellschraube vom Hinterrad halt ein bisschen weiter vorne und die andere weit hinten. Deswegen hat das sich irgendwie alles ein bisschen verzogen gehabt. Aber ich habe das dann halt wieder mit meinem mit einem Kollegen festgezogen und dann ging das wieder. Also das war bis jetzt auf jeden Fall so das einzige Problem, was ich hatte, wo ich aber echt schon Schreck hatte. So, ich habe so gedacht, boah, wenn das jetzt irgendwie kaputt wäre, das wäre schon echt ziemlich kacke, so nach 1000 Kilometern. Aber wie gesagt, bis jetzt alles noch supi. Ich kann die Maschine bis jetzt auf jeden Fall empfehlen. Also ich bin sehr zufrieden damit, auch gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Ist ein Aprilia-Motor drin, der zieht ordentlich und für das Geld, was man dafür bezahlt, ist es auf jeden Fall schon gut. Was haben wir da für ein seltsames Kunstwerk? Hier war ich auch noch nie. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Das sind nur solche Dinger. Also ich, bis jetzt kann ich, wie gesagt, die Maschine echt weiterempfehlen. Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Aber wie gesagt, ich fahre die Maschine jetzt halt auch erst seit vier Wochen. Ich denke mal, ich werde da noch mal ein Video machen, wenn ich die Maschine ein bisschen länger fahre. So, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so. Was mir bis dahin noch so eingefallen ist. Dann kann ich euch, denke ich mal, mehr darüber erzählen. Ich hoffe mal, ich könnte euch auf jeden Fall mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, so falls ihr euch überlegt, die Maschine zu kaufen. Das waren so meine Sachen, die mir bis jetzt aufgefallen sind. Wenn mir noch was einfällt, dann blende ich das noch kurz hier ein. Falls jetzt nichts kam, dann habe ich echt nichts mehr, was ich noch weiter sagen wollte. Aber naja. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen hat, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ob ihr das Video hilfreich fandet, ob es euch gefallen hat. Ah, hier sind wir bei der alten Oper. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Ist auf jeden Fall ein riesiges HR-Team, Fernsehteam im Einsatz, was auch immer hier gerade ist. Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin da jetzt nicht so informiert. Aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Wir sehen uns. Und bis dahin, ciao.